Ein trister, ein trüber Tag und passend dazu der Abstiegsgipfel in der Landesklasse Nord. Und da kommt es zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem Norden Leipzigs und dem Süden. Die SG Rotation Leipzig trifft auf den Roten Stern. Beide Trainer überlegen, wie man da unten rauskommt. Ja, eine Überlegung könnte sein, Johannes Künzel, der Stürmer der SG, bislang der beste Torschütze, und die Gastgeber in Schwarz von links nach rechts, und da ist Johannes Künzel, doch der ist noch knapp vorbei. Rotation mit dem besseren Start, und jetzt kommt das Kack-Nicht-Tor des Jahres, Latte, Pfosten und dann der Nachkopfball, völlig verunglückt. Was war denn bitte das für eine Chance? Markus Jahn, da hat er natürlich Pech. Der Rote Stern dann mit einer Ecke und Kopfball Oliver Nietzsche. Doch kein Problem für den Torhüter. Markus Bieleit, ja, seine Mannschaft mit 17 Treffern bislang die schlechteste Stürmerreihe in der Landesklasse. Und die will es dann direkt besser machen. Flanke von Igor Punzin und der Schuss von Sebastian Becker. Doch eine klasse Tat von Tim Kubald. Becker ist es dann auch, der den Ball verliert. Hier. Der Ball kommt dann zu Freier. Freier mit einem Zuckerpass. Und Johannes Künzel. Johannes Künzel, wieder Pfosten, doch drin. Das wichtige 1:0 für die Rotation. Ist das der Big Point im Abstiegskampf? Sein 8. Treffer. Wie beflügelt spielen die Gastgeber jetzt auf. Flanke von Hassa und Bosse. Strutz! Guter Schuss. Ein Name wie der von einer Band. Und der Schuss war auch nicht schlecht. Und Strutz wieder am Ball mit der Flanke. Und Seidel kommt an den Ball. Seidel schießt und wieder Aluminium. Und wieder kein Tor. Die Rotation jetzt im Pech. Dann der Rote Stern mit noch einer Chance. Schöne Flanke. Und Lamassab. Abdemassade Lamassab mit der letzten Chance. Dann ist es vorbei. Die SG Rotation Leipzig gewinnt gegen den Roten Stern und hat nun ein gutes Polster von 7 Punkten auf den Nicht-Abstiegsplatz. Und verantwortlich dafür ist vor allem ein Mann, Johannes Künzel, der Matchwinner. Und vielleicht nicht Abstiegsgarant? Ja, ja, er kommt im, bringt im Roman diese Aktionen, ne, da vorne in den gefährlichen Raum. Da bringt er sich oft rein, deswegen macht er auch die Tore. Das ist schon wichtig für uns, dass wir jemanden haben, der auch das Tor trifft. Natürlich hat man heute auch gesehen, dass es ein Spiel ist gegen den Abstieg von beiden Mannschaften. Und da war natürlich fußballerisch Magerkost angesagt. Das hat man auch gesehen, waren sehr viele, sehr nervöse Aktionen drin. Spielerisch ist keine Feinschmecker-Aktion. Aber die 3 Punkte waren im Endeffekt das, was zählt. Und das haben wir erreicht. Deswegen sind wir auch darüber erstmal glücklich. Ja, glücklich sind vor allem die Gastgeber. Kommende Woche kommt zum nächsten Abstiegskracher bei der Frisch auf Wurzen. Und der Rote Stern, ja, für den wird die Luft immer dünner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.